Es geht weiter, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Relics of Power. Es regnet immer noch, wir sind immer noch mit Lara auf der Suche nach dem zweiten Schlüssel. Und ja, sind jetzt oben angekommen, sehe ich gerade. Und da kommen Gegners, die wir aber jetzt mit den Pistolen erledigen werden. Weil wir nicht mehr viel Munition haben. Es sind 4 Stück. Okay, das wird anstrengend. Nein, ich will nicht da runterrutschen. Okay, die sind tot. Und der dritte. Ach, da ist er. Ach, es sind sogar 5. Ist ja richtig anstrengend hier. So, haben wir es jetzt? Okay. Und hinterlassen die einem auch was oder sind die einfach nur bösartig? Also, die haben schon mal nichts für uns. Und die sehen auch nicht so aus, als hätten die was für uns. Das ist ja gemein. Das ist gemein. Ja. Okay. Wir sind oben angekommen auf der Suche nach dem nächsten Schlüssel. Hier ist einfach so ein Loch, wo die Gegner hergekommen sind. Okay. Hier ist eine verschlossene Tür. Da kann man auch reingehen. Hier kann man hochklettern, das ist auch gut zu wissen. Aber wir gucken jetzt mal, ob hier drüben in dieser Tür was ist. Und ob das auch wieder so ein leeres Loch ist. Es ist auch wieder ein leeres Loch. Das heißt, wir können jetzt direkt hier an der Seite hochklettern. So. Und so. Fortschritt speichern, the castle. Kommt man von hier irgendwo hin? Ich glaube eher nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier außen rum. So. Okay. Ach so, und jetzt höre ich schon einen Vogel. Ein Bird. Und wo ist der? Ah, da ist der Vogel. Los, stirb. Jawohl. Gut, dann hätten wir auch diesen Vogel erledigt und können jetzt wahrscheinlich... Macht man das am besten mit Anlauf? Ich probiere es gerade mal aus. Hier am besten hochspringen. Ach, das geht sogar aus dem Stand. Perfekt. Gut. Und dann, was mache ich da? Das war nix. Beziehungsweise war Laras tot. Aber weil wir das nicht wollen, laden wir das einfach und machen es nochmal. Ne, ich habe jetzt auf der Seite schon so eine Öffnung gesehen. Ein Kriechspalt. Da können wir gerade mal reinspringen. So. Und hier runter. Jetzt geht's steil bergab mit dir, Lara. Ich wusste schon immer. Und jetzt hier zurück. Und dann sind wir doch schon unten. Und da ist ein Gegner. Oh. Der hat uns jetzt im Ernst umgebracht. Ja, ich sehe, wie du dich feierst. Meine Güte. Machen wir es halt nochmal. Und diesmal sind wir auf diesen Gegner gefasst. Weil wir wissen, dass er kommt. Und diesmal wird er uns nicht erschrecken. Aber es gibt auch schon Gegner, die haben mich mehr erschreckt. Also so ist es nett. Gut. Ach, wisst ihr was? Ich habe jetzt mal Bock, so richtig rückwärts zu klettern. Ich weiß nicht warum, aber da habe ich jetzt Bock drauf. So, Rückwärtsgang einlegen, Lara. Töff, töff und zurück. Zurück, zurück, zurück. Voller lange Kriechschacht. Und dann hier runter. So. Und die Waffen ziehen. Man weiß ja nie, wann dieser Typ kommt. Kommt doch jetzt bestimmt um die Ecke. Jawohl, da kommt er nämlich schon. Und er hat sogar blaue Funken gespritzt. Oh. Und er ist tot. Und wir haben kein Leben mehr. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, nehmen wir ein großes Medipack. Weil wir hatten wirklich null Leben und da lohnt sich das auch richtig. Speichern mal hier ab. Hier liegt nichts drauf, aber ich höre einen Vogel. Da oben ist ein Vogel.
Und noch einer. Zwei Vögel. Gut. Die hätten wir. Und ich meine, hier oben dürfte dann dieser Schlüssel liegen. Hier schon mal nicht. Aber vielleicht da hinten. Oder ist hier überhaupt nichts, sondern das war nur Verarschung. Aber das wäre ja sehr gemein. Hier kann man schon mal runter. Und da liegt Uzi-Munition und... Wo ist der Schlüssel? Ich habe mir jetzt hier einen Schlüssel vorgestellt. Oder ist hier irgendwo ein Hebel? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dass ich jetzt hier irgendwo einen Hebel übersehen habe. Ah, da ist der Hebel. Okay, und der macht wahrscheinlich unten dieses Gittertor auf. Ja, genau. Und da drin wird sich dann wahrscheinlich der Schlüssel befinden. Also, runter mit uns. Mich würde es nicht wundern, wenn jetzt da wieder Gegner rauskommen. Hunde, okay. Und ein Gegner. Mit Waffe. Nicht so ein komischer Einheimischer, sondern so ein richtiger Polizist mit Waffe. Von Lutz Gate. Okay. Gut, dann gehen wir mal da rein. In der Hoffnung, dass wir den Smaragd-Key oder den Emerald... Nee, Emerald ist Smaragd auf Englisch. Oder den Saphir-Key finden. Ah, okay. Ich erinnere mich. Das sind hier diese komischen Giftpfeile. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie die Blöcke so schieben. Das ist irgend so ein Blockrätsel auf jeden Fall. Und man darf sich nicht vergiften an diesen Pfeilen. So nicht. Aber man wird gar nicht vergiftet, das ist schon mal gut. Okay. Oh doch, wir sind vergiftet. Wir sind vergiftet, Leute. Aber das Leben wird gar nicht gelb angezeigt. Okay, dann nutzen wir diesen Status gerade mal aus, um uns hier ein bisschen umzugucken. Hier liegen ein paar Sachen drinnen. Hier ist aber kein Block. Ja, okay, Lara, ich weiß, dir geht's nicht so besonders gut, aber wir müssen jetzt wirklich erstmal hier gucken. Vielleicht ist hier hinten ein Block drin, weil ich erinnere mich irgendwie an einen Block. Das ist ein Block. Und den müssen wir nämlich... Hier liegt sonst nichts mehr. Diesen Block... Oh Gott, mir wird gerade echt ein bisschen schlecht, Leute. Diesen Block müssen wir hier auf diese Plattform stellen. Und Lara geht's überhaupt nicht gut. Aber so heftig ist doch normalerweise dieser Giftzustand nett, oder? Also das ist schon extrem gezerrt gerade, oder? Ja, Lara, ich fühle dir sehr nach. Ich finde das auch witzig, wenn das Bild sich dann so zerrt, dann ist man voll schnell auf einmal und dann, wenn es so breit wird, ist man voll langsam. Also wenn es euch jetzt schlecht geworden ist, tut's mir leid, Leute. Mir ist gerade auch ein bisschen schlecht geworden dadurch, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben. Ja. Gut, jetzt probieren wir uns einfach mal nicht zu vergiften und das alles wieder klarer zu sehen. Und dazu kriechen wir jetzt einfach mal hier drunter durch. Und gönnen uns erstmal hier diese Schrotmunition. Wir sind vergiftet, oder? Ne, sind wir nicht. Das sah gerade nur so aus irgendwie. Das sah gerade echt aus, als wäre das Bild verzerrt, aber vielleicht habe ich mir das eingebildet. So, jetzt müssten wir hier drunter durchkriechen. So, weil hier nämlich die Pfeile wieder drüber gehen. So, und dann hier wieder drunter durch. Und jetzt holen wir uns den Block ab. So, hier kommen keine Pfeile mehr. Das heißt, wir können jetzt hier rechts an den Block. Und den schon einmal ziehen. Das ist gut. In der Hoffnung, dass wir uns nicht vergiften dabei. Okay. So, das hat geklappt. Und jetzt den Block einmal reinschieben. Ja, und jetzt hoffe ich, dass Lara diesen Block auch von der Seite schieben kann und sich nicht dafür mittig hinstellen muss, weil sonst wird sie getroffen von dem Ding.
Ja, sie kann seitlich schieben, das ist gut. Weil ich glaube, bei den Tomb Raider 1 bis 3 Blöcken schiebt Lara die Blöcke immer mittig. Oh, wir haben gerade einen Pfeil abgekriegt. Und noch einen. Ist das Bildschirm verzerrt? Ja. Das Bild ist verzerrt, das heißt, wir laden. Man muss jetzt halt irgendwie so die Ecke abpassen. Ja, das ist weit genug links, glaube ich. So. Einmal geht noch. Ich speichere gerade mal auf einer anderen Stelle. So, und ich glaube, es geht auch noch einmal. So, und jetzt müsste dieser Block mitten im Strahl sein. Das heißt, wir müssten jetzt hier drunter durchkriechen. Die Pfeile gehen direkt in den Block. Ja, perfekt. Und dann können wir den nämlich hier einfach rausziehen. Und jetzt sind wir das auch umgangen. Perfekt. Lara, bleib mal geduckt, bitte. Oder geht links? Oder sah das gerade nur so aus, als würde eine Pfeile durchgehen? Ich muss gerade mal speichern, weil ich glaube hier. Ne, hier sind keine Pfeile mehr. Das heißt, wir können jetzt hier unbeschadet den Block ziehen. Das ist gut. So. Und noch einmal in die Richtung, und dann dürfte nämlich die Tür aufgehen. Mist. Aber das Bild wackelt noch nicht. Doch, es wackelt. Okay, laden. Den nochmal ziehen. Wo haben wir uns jetzt gerade nochmal vergiftet? Hier, da geht wirklich einer durch die Mitte, oder ist der links? Ach, der ist weiter links, der Pfeil, okay. Wie haben wir uns denn eben vergiftet eigentlich? Ich speichere gerade mal ab, vorsichtshalber. Ich glaube, wir haben uns an dem hier vergiftet, hier links, oder? Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier diese Tür aufgemacht. Das war unser Sinn. Und können jetzt wahrscheinlich den Schlüssel mitnehmen. Wir haben es geschafft. Und das ist der Emerald Key. Weil ich so gut im Englisch bin. Nein, bin ich nicht. Natürlich wegen dem Spiel von C94, das Sacred Emerald. Deswegen, weil sich das Smaragd Emerald heißt. Und es ist der Emerald Key, der Ruby Key und jetzt fehlt uns noch der Saphir Key, denke ich mal. Oder fällt euch noch was ein? Gut, das hätten wir erledigt und jetzt schwimmen wir stromabwärts, wasserfallabwärts zum letzten Schlüssel. Und das macht Spaß, da freue ich mich jetzt drauf. Erstmal wieder hier hoch. Dafür ist der Block genau richtig. Das heißt, dieser Block hat einen doppelten Sinn gehabt. Und sonst ist hier nichts mehr. Gut, dann können wir das auch verlassen. Oh, da ist noch ein Gegner. Lass uns hier in Ruhe. Geh zu deinem Lutz Gate zurück, wo du hingehörst. So, und der hat nichts für uns. Das heißt, wir machen jetzt einen schönen Kopfsprung ins kalte Nass. Und juhu. Platsch. Und hui. Und noch ein Wasserfall. Zack. Und jetzt sind wir wieder hier an der Ausgangssituation. So. Und hier speichern wir einfach mal und tauchen jetzt weiter in diese Richtung. Und ich meinte, dann kommt wieder ein Wasserfall oder kommt da ein Ufer? Ich weiß es jetzt gar nicht. Gucken wir einfach mal. Oder geht das jetzt hier sogar außenrum sogar? Hier ist schon mal was zum Hochklettern, das müssen wir uns schon mal merken. Okay. Hier kann man unten reintauchen, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Gut, dann holen wir gerade einmal Luft und tauchen nochmal ab durch diesen Spalt. Und wo bringt der uns hin? In einen Unterwasserkomplex. Das hat C94 gerne. Der hat schon bei Sacred Emerald diesen Underwater-Komplex gebaut.
Und das ist auch ein kleiner Unterwasserkomplex, aber wirklich ein kleiner. Gut. Das war mir klar, das habe ich an der Musik gehört, dass jetzt Gegner kommen. Schnell hier raus. So, wo ist der Dog? Der Dog ist tot und wo ist der da? So, und den haben wir auch. Aber irgendwie hinterlassen die Gegner uns gar nicht mehr. Das ist voll gemein. So, jetzt bin ich beleidigt und sag ciao.